Hey, ich bin Konrad, Interior Designer bei IKEA. Kleine Kinder spielen am liebsten dort, wo ihre Eltern sind. Je größer sie werden, desto mehr brauchen sie aber einen eigenen Rückzugsort. Idealerweise das eigene Kinderzimmer. Allerdings reicht der Platz oftmals nicht aus, dass jedes Kind ein eigenes Zimmer bekommt. Wie kommen Geschwister in geteilten Kinderzimmer trotzdem auf ihre Kosten? Dieser Frage gehen wir heute nach. Ein geteiltes Kinderzimmer ist dann kein Problem, wenn sich die Kinder gut verstehen und ungefähr im gleichen Alter sind. Hierbei empfiehlt es sich, das Kinderzimmer in gewisse Zonen oder Bereiche einzuteilen. Ein klarer Bereich wäre die Schlafzone, eine Spielzone oder wie hier eine Schlummerzone, wo man zusammen mit den Eltern oder den Großeltern gemeinsam kuscheln und lesen kann. Habt ihr ein kleineres Kinderzimmer, dann empfiehlt es sich auf jeden Fall immer mit einem Etagenbett oder mit einem Hochbett zu arbeiten. Und das gibt euch die Möglichkeit, die restliche Fläche zum Spielen zu benutzen. Ihr könnt bei einem Hochbett die Fläche darunter optimal nutzen, zum Beispiel mit einem Schreibtisch oder mit einer kleinen Sofagarnitur. Ich würde euch auf jeden Fall das Mostard-Hochbett empfehlen, denn da gibt es viele Auswahlmöglichkeiten. Ein wirkliches Multitalent in jedem Kinderzimmer ist unser Hemmnis-Tagesbett. Ihr könnt es zum einen als Sofa nutzen oder, wenn ihr es auszieht, als große Liegewiese, um gemeinsam zu kuscheln. Außerdem bietet das Bett zusätzliche Schubladen für eure Bettwäsche oder das Spielzeug. Auch bei niedrigen Betten empfiehlt es sich, mit zusätzlichen Vorhängen oder mit Baldachin zu arbeiten. So könnt ihr das Bett individualisieren und Privatsphäre schaffen. Beim Einrichten im Kinderzimmer solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr genügend Platz zum Spielen und Toben habt. Um nicht die Ordnung im Raum zu verlieren, eignet sich super unser Trofast-System. Dieses gibt es in verschiedenen Größen und ihr könnt es nach Bedarf individualisieren. Wie zum Beispiel mit diesen praktischen Boxen. Diese sind in verschiedenen Farben erhältlich und Größen. Hier könnt ihr zum Beispiel Buntstifte unterbekommen oder Bauklötzchen. Wenn die Kinder mal nicht an alle Dinge rangehen sollen, dann empfiehlt sich das Trofast Wandregal. Das könnt ihr einfach auf höherer Ebene montieren. Wie ihr für Ordnung in eurem Kinderzimmer sorgen könnt, zeigt euch meine Kollegin Sandra in diesem Video. In jedem Kinderzimmer sollte auf jeden Fall ein Tisch integriert werden, zum Basteln oder zum Malen. Habt ihr einen großen Tisch zur Verfügung, dann könnt ihr mit unserer Schreibtischtrennwand Öffning den Tisch ganz einfach unterteilen. So hat jeder seine Privatsphäre und schafft seinen Raum. Achtet bei der Zusammenstellung der Möbel in eurem Kinderzimmer darauf, dass sie farblich gut zueinander passen. Hierbei ist das Farbkonzept eures Kinderzimmers entscheidend. Mit unserem Smostart-System könnt ihr eure Schrankwand komplett individualisieren. Entweder mit komplett weißen Fronten, dann nimmt sich die Aufbewahrungswand positiv zurück, oder mit farbigen Fronten, so schafft ihr ein Highlight in eurem Kinderzimmer. Außerdem könnt ihr mit dem System die komplette Höhe nutzen. Wenn ihr für eure Kinder die gleichen Möbelstücke auswählt, macht es den Raum viel ruhiger und es gibt keinen Streit. Werden die Kinder älter oder sie haben generell einen größeren Altersunterschied, dann empfiehlt es sich, das Kinderzimmer zu teilen. Hierfür empfehle ich euch, mit einem Vorhang zu arbeiten. Ihr könnt so zwei separate Räume schaffen und jeder hat seine Privatsphäre. Hierbei solltet ihr auf die Architektur achten, damit auch jedes Kind genügend Sauerstoff und Tageslicht bekommt. Möchtet ihr eine permanente Trennung, dann empfehle ich euch, mit unserem Kallax-Regal zu arbeiten. Denn das kann mittig im Raum platziert werden und wird nur an einer Seite befestigt. Habt ihr generell zu wenig Platz in eurem Kinderzimmer, dann empfiehlt es sich, Sachen auszulagern. Ihr könnt zum Beispiel den Kleiderschrank ganz einfach in den Flur platzieren. So spart ihr Platz. Auch den Schreibtisch könnt ihr ganz einfach auslagern, indem dass ihr den Esstisch einfach als Schreibtisch nutzt. Wie ist das bei euch? Hat jedes Kind ein eigenes Zimmer oder teilen sich die Geschwister einen Raum? Wie klappt das bei euch zu Hause? Oder habt ihr einen ultimativen Tipp für uns? Dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao!